Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Big Difference. Wir haben heute was wieder ganz, ganz Spezielles für euch. Und zwar battelt heute Fuck Girl gegen eine Jungfrau. Ihr habt es euch gewünscht, deswegen holt euch Popcorn, seid drauf gespannt. Die werden sich Punchlines geben und viel Spaß mit dem Battle. Wir sind jetzt beim Interview angekommen von Fuck Girl und Jungfrau und die werden sich gleich battlen, die werden sich richtig krasse Punchlines in den Kopf schmeißen und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Feuer drin. Warum möchtest du gerne ein Fuck Girl dissen? Kann ich nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, wie du so viel fickst, ganz ehrlich zu sein. Abgesehen davon, dass es anstrengend ist, das ist crazy unsauber. Also wenn du, also wirklich, wir haben ja letztens schon gesprochen, du hast mir gesagt, dass du 14 Typen die Woche fickst. Könnte ich nicht, keine Ahnung. Also ja, nicht ficken ist jetzt auch nicht so das Beste so, aber wenigstens bin ich sauber so. Ich kann kein Aids haben so, das ist gut. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Was sagst du zu dem? Er hat einfach keine Ahnung, ne? Also wenn du so ungeschützt und so bist, dann ist das ja dein Problem. Also ich mach das alles sauber und so und danach wirst du auf jeden Fall keine Jungfrau mehr sein. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Findest du, dass du viel bessere Ausstrahlung und Punchlines hast als eine Jungfrau? Das sieht man doch jetzt schon. Ganz, ganz stark. Lügen ist nicht gut für die Seele. Okay, habt ihr euch noch abschließend was zu sagen? Das machen wir gleich. Westside. Wir sehen uns beim Battle, let's go. Du bist besser, du bist krasser, du bist hungriger. Komm zu Singo, die Plattform für alle Musiker. Ja, bei Singo im Vertrieb kannst du nie mehr sinken. Dort veröffentlichst du Musik auf allen Streamingdiensten. Und denk nicht, dass Social Media es verhindern kann. Denn deine Songs sind auf TikTok oder Instagram. Und hast du keine Ahnung? Ja, dann warte nicht, der Singo hat einen kostenlosen Plan für dich. Beim Premium-Plan behältst du 100% und deine Songs sind in 48 Stunden im Netz. Nur 4,99 im Jahr für ein Basic-Pack, Premium-Pack, 19,99 für den Crazy Flex. Du denkst dir vielleicht, ja, das muss sich lohnen. Dann komm 4-7 mit 30%igem Gutscheincode. Registriere dich bei Singo, langsam geht die Zeit um. Den Link findest du oben in der Beschreibung. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7. Wir sind immer noch in der Shisha-Bar Bless, Rheinstraße 72. Sein Laden, kommt alle vorbei. Und jetzt kommen wir zu einem Motherfucker-Battle. Das ist einmal Fuck Girl gegen Jungfrau. Macht einmal Lärm. Wir sind alle gespannt. Und Fuck Girl wird anfangen. Let's motherfucking go. N100, drück auf Play. Können wir ein bisschen lauter machen? Ein bisschen lauter. Wird noch? Okay. Guck mal, ne, ich würde dir Handshake geben, aber ich habe Angst, dass du kommst. Direkt so. Oh! Mal schauen. Jetzt kommt die Bad Bitch und du bist direkt verzweifelt. Er ist Jungfrau und ich meine nicht das Sternzeichen. Du hast doch nie gefickt, was sagt man dazu? Nicht mal dein Vater ist so ein Versager wie du. Deine Einstellung war doch gar nicht eingeplant. Er würde gerne ficken, doch seine Schwester hat nein gesagt. Du hast eine Eisenbahn von Lego und so. Und dein Penis ist funktionslose Dekoration. Wir Frauen wollen einen echten Mann und nicht so eine tuntige Jungfrau mit Sprechgesang. Du brauchst kein Durex-Kondom für das üble Ficken, denn deine Fresse ist das perfekte Verhütungsmittel. Dein Vater ist von dir echt enttäuscht, denn du warst nie der Stecher, du warst nur der beste Freund. Wie oft musstest du den Satz hören, du Hundegesicht? Sorry, aber du bist wie ein Bruder für mich. Unter deiner Hose kann man Schimmelpilz erwarten oder widerliche Maden, die dich irgendwann begraben. Was für krasser Rapper, du hast innerliche Plage. Seine Mutter macht ihm jeden Morgen immer noch die Haare. Du weißt, dass diese Chaya niemals antäuscht. Und wenn ich will, zerstöre ich auch den Fuckboy. Deine Hundegeberseite ist halt unerreicht. Es ist Fackel, wir sehen uns in Runde 2. Stark, starke erste Runde. Starke erste Runde von Fuck Girl. Jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde. Zu der ersten Runde von der Jungfrau. Seien wir gespannt. Ja, let's go. Ja. Mach den Beat lauter, mach den Beat lauter, mach den Beat lauter, 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 lauter. Ja, ja.
Ich rede nicht von Sex, wenn ich sage, dass ich dich heute im Battle fick. Nehme keine Rücksicht, ich bin ein Feminist. Dich zerteilen Männer in der Kiste wie bei Magic Tricks. Machst Liebe jeden Tag, weil du sie nicht von Daddy kriegst. Oh! Du bist gerade von einer Jungfrau gefickt. Bin heute on top, denn eine Virgin ist nie unter einer Bitch. Meine Mom sagt, ich bin unglaublich schick. Jeden Tag verspeist du Nudeln und ich rede nicht von Gungbau mit Schrimps. Du bist wie die deutsche Rap-Szene, denn du wirst von Männern dominiert. Ich will gar nicht wissen, was in deinem Keller so passiert. Du bist so wie Wodka. Wodka? Jeder Penner schläft mit dir. Keine will mich ficken, auch nicht für ein bisschen Dealer. Doch verlier niemals die Hoffnung, denn ich bin ein Dreamer. Ja, es stimmt, ich krieg diese Bitches niemals. Doch wenn du meine Auswahl bist, dann wichs ich lieber. Komm mit du ins Hintergrund, dass sich keiner an mich ranlass. Du fickst so viel, versteh nicht, wieso du nicht einfach anschaffst. Da verdient man wenigstens ein bisschen Money on the side. Du bist wie ein schlechter Club, jeder Mann kommt bei dir rein. Das sind Sachen, die ihr eh schon wusstet. Willst alle Männer ficken, ich will nur mit Mädchen kuscheln. Im Gegensatz zu dir hab ich kein Plan vom Penis lutschen. Dein weißes Lächeln kommt sicher nicht vom Zähneputzen. Ich red nicht von Klamotten, wenn ich sag, ich werd nicht heute blöd. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mann jemals dein Freund sein würde. Wegen Frauen wie dir trage ich einen Keuschheitsgürtel. Bin ich vegan, aber doch fancy aus mit deutschen Würsten. Starke erste Runde von der Jungfrau. Macht einmal Lärm für die Jungfrau. Oh mein Gott, was waren das für erste Runden? Oh mein Gott, wir sind bei der Hälfte angekommen. Und jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde von Fuck Girl. 100, drück auf Play. Yeah, okay. Er feiert Hentai, Japan, Tech und K-Pop krass. Am liebsten, wenn seine Schwester wieder Cosplays macht. Du wolltest mit dem Ficken bis zur Heirat warten, bis er irgendwann gemerkt hat, ihn will keiner haben. Und du willst, dass sie heute reitet? Doch Sexpuppe mit Sprachaktivierung sagt, lass Freunde bleiben. Ich werd dein Leben aufs Übelste beenden. Du kriegst den eigentlichen Körper nur aus Mythen und Legenden. Eins will ich dir sagen, du Kackspaß. Du bist keine Jungfrau mehr nach dem, was dein Vater mit dir gemacht hat. Schluss auf, ich komm mit Cleaning Set wie Putzfrauen. Du wolltest Joint drehen, dein Vater wollte Brust bauen. Deine Abo-Nummer sind für ihn Prestige, wahre Porno-Primo-Rechnung. Belastet die Kreditkarte. Mehr Geld für Pornos ausgegeben als für Kräuterkunde. Bei Brothers kriegt er mittlerweile Treuepunkte. So viel bezahlt für das Weibergeschlecht. Tinder Premium, Platin Plus, doch kein einziges mit. Sein Penis wurde noch nie gesehen. Verschleierung mit Gurt, zuletzt wurde er gesichtet. Vom Arzt bei der Geburt. Du hast weder gefickt, noch Liebe gehabt. Deswegen hast du den Scheiß zu deinem Image gemacht. Also verpiss dich, ich kriege von dir Abtüren. Runde 2, du wurdest zerstört von einem Fuckgirl. Starke, starke zweite Runde vom Fuck Girl. Macht einmal krassen Lärm für die. Oh mein Gott, was ein Battle. Jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde von der Jungfrau. 100, drück auf Play, let's motherfucking go. Beat lauter, wirklich lauter. Yeah. Yeah. Bei diesem Part zerfällt dein Kartenhaus. Bin wie deine Pussy, denn ich sehe wie ein Lappen aus. Ich sah letztens einen Film mit deinem Namen drauf. Cute German Girl gets fucked on the casting couch. Du bist das beste Mittel gegen Samenstau. Sag mal, wie oft pumpst du eigentlich deinen Magen aus? Du kommst mehrmals täglich wie die Tagesschau. Hast einen dicken Mund und sagst, ich bin eine starke Frau. Du bist das Gegenteil von unantastbar. Wickelst Männer um deinen Finger wie ein Pflaster. Trotz Corona hältst du nicht so gerne Abstand. Wäre deine Pussy eine Gegend, wär sie Lappland. Du bist keine Stadt, du hast eine Bindungsangst. Sieht sogar ein blinder Mann. Kriegst du nicht täglich dick, dann kann es sein, dass deine Stimmung schwankt. Schwarzer Schwanz im Mund, der weiße in der Hand. Ich glaub, du hast es falsch verstanden mit dem Yin und Yang. Du hast so viel Schwänze leer gewichst, dass du mittlerweile Sperma schwitzt. Du hast immer jemand, der in deinem Kerker sitzt und auf Kommando deine Fersen fickt. Machst du das alles wegen Adrenalin oder in der Hoffnung, dass sich mein Partner verliebt? Ich glaube, es wird Zeit, dass du mal paar Ratgeber liest, weil du kannst dich mit einem Basketballteam zu einer Paartherapie. Machst du das alles wegen Dopaminen? Weißes Zeug macht dich geil, red nicht von Kokalinien. Wir zwei sind so verschieden. Während ich mit Netflix alleine auf meinem Sofa liege, bist du zu Hause und schluckst eine Großfamilie.
DJ, cut mal den Beat kurz. Ich muss noch was sagen. Okay. Cut den Beat. Also, eigentlich ist das nicht meine Art. Ich wollte gleich nach dem Battle, dass wir uns direkt ein bisschen versöhnen. Soll ich ein bisschen... Nein, nein, nein. Also ich werde so oder so kommen, aber du musst mich nicht anfassen. Alles gut. Also das Ding ist folgendes. Kleines Gedicht. Es geht so. Ich hab dich zwar heute gedisst, doch in Wahrheit finde ich dich hübsch. Deshalb hoffe ich innig, dass du mir dafür vergibst. Das war nur ein Witz, Mann. Alle Hände hoch, wer sie noch nicht gefickt hat. Nur ich? Okay, let's go. Starke zweite Runde von der Jungfrau. Oh mein Gott, ich glaube, die Jungfrau und das Fuckgirl. Ich glaube, die müssen nochmal kommen. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer gewonnen hat. Und wenn die beiden nochmal battlen sollen als Rematch, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Und wir sind raus. So, das war's auch mit dem Battle. Und Leute, ich habe auf jeden Fall ein Anliegen. Und zwar gucken 90% meiner Zuschauer die Videos, die aber nicht meine Abonnenten sind. Deswegen geht nochmal auf den Button. Ihr könnt kostenlos meinen Channel abonnieren. Und dann könnt ihr auch nichts verpassen. Werdet ihr auch nichts verpassen. Und wenn ihr einmal dabei sein möchtet bei so einer Veranstaltung, ihr möchtet Rap-Battles machen, ihr seid hungrig, frisch, ihr habt richtige Bars am Start, dann müsst ihr mich einfach nur auf Instagram abonnieren und mir eine Nachricht schicken mit eurem Video. Das kann auch ein Handyvideo sein und dann werdet ihr schon bald hier am Start sein. Peace.